Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Ich habe mir hier die, keine Ahnung, Typ 95B1 Knifte gewählt. Und einfach nur aus dem Grund, weil ich dafür irgendwie noch nichts habe. Keinen Aufsatz, kein gar nichts, bloß ein bisschen schicke Farbe. Hab sie schnell angesprüht und habe mir gedacht, spring rein ins Gefecht. Wir sind auch noch am Anfang der Map. Und ich habe mir gerade schon gedacht, wer rennt da rechts neben mir? Miley Cyrus war es nicht, kann nur ein Feind gewesen sein. So eine Scheiße. Und das bei unserem Startpunkt. Naja gut, so fängt jedes gute Video an, habe ich mir sagen lassen. Und da haben sie auch direkt Alpha. Da werde ich direkt mit zu Echo gehen und gucken, ob wir hier noch was reißen können. Wie gesagt, Supervisierung. Gucken wir. Hier ist die Tür zu. Habe ich so verstanden, kein Schlüssel dabei. Ist ja nicht so, dass ich eine Knifte dabei habe. Hier fahren Panzer. Wir sind übrigens auf der Map Propaganda von dem DLC Dragon's Thief. Oder Dragon Thief. Wie auch immer. Und da wir uns noch am Anfang der Map befinden und ich zum ersten Mal wieder mal auf dieser Map bin. Nein, es ist gelogen. Ich stelle mich immer so paddelig an. Und hier ist der... Der kommt hier gleich rein. Vielleicht will er mich ja von hinten überraschen. Wenn ich nicht zu langsam bin, dann könnte ich vielleicht sogar mal eine Chance haben, hier jemanden abzuknallen. Ja, hier liegt aber bereits Sprengstoff. Oh, da kommt doch jemand. Hier ist irgendeiner. Da sind mehrere. Guck an. Hinter mir. Oh, bei ihm spawnen erstmal welche, Junge. Diese Waffe wird definitiv nicht zu meiner Lieblingswaffe. Aber man muss ja auch mal ein paar Aufsätze für die anderen Waffen freischalten, nicht wahr? Ich kann mich ja hier nicht auf irgendwelchen anderen Krams ausruhen. Aber wie ich gerade mitkriege, ist es hier vielleicht ganz gut, weil hier Panzers sind, ein RPG mitzunehmen. Und hier haben wir die, die Typ 95. Nehme ich die weiter? Ist jetzt die Frage. Ich könnte auch mal irgendeine andere nehmen, die ich noch nicht großartig gespielt habe. Die ist von der Stabilität, die AQ-12. Dafür habe ich sogar schon ein paar Sachen, die habe ich gespielt, ohne dass ich mich daran erinnere. Nehmen wir so. So, bei Alpha wieder mit ein. Ach ja, auch sie ist das. Okay, alles klar. Die Waffe ist gar nicht schlecht. Sie. Mein Baby. Hallo, Herr Propaganda. Hast du ein Feuerchen gemacht? Das finde ich aber nett von dir. Jetzt wird mir direkt warm ums Herz. Können wir laufen, bitte? Ich will Feinde sehen. Aber nicht zu nah. Wehe, du schießt mir ab. Ich bin gerade am Vorlaufen und ich nehme auf, Fräulein. Ja, da musst du ein bisschen Rücksicht. Oh, hier direkt um die Ecke. Ersten haben wir. Kurz Positionswechsel. Mit einer Granate etwas verschärfen, den ganzen Mist. Die hängen hier noch rum, Meister. Sei nicht dumm. Geh vorn herum. Okay, hä? Wo sind die hin? Irgendeiner steckt mir den Rücken zu. Getroffen. Der kommt hier gleich wieder rum. Ist mir kackegal. Ich hab dich trotzdem getroffen. Wenn jetzt noch ein anderer eine Panzerfaust dabei hätte, wärst du tot. Hat aber keiner, wie scheint. Leco mio. Fatzko, bild dir bloß nichts drauf ein. Okay, vielleicht doch erstmal Bravo. Das Quatsch, ich steig hier wieder mit ein. Weil dann verlieren wir gleich Bravo, wenn das so weitergeht. Oh, da hinten. Samba! Bam Curious! An meiner Granate musst du krepieren, bitte. Fürs nächste Mal hat er sich das ganz bestimmt gemerkt. Und weiter geht's. Da hinten haben wir einen Panzer. Oh, ich habe aus Versehen einen Soldaten mit der RPG gekillt. Tja, und Bam Curious schon wieder mich. Aber die sind gut organisiert. Scheint logischerweise ein Clan zu sein.
Ich habe, glaube ich, nicht einen erwischt. Aber der Panzer müsste jetzt auch langsam weg sein. Alter, geht der mal drauf? Hier vorne haben wir noch welche. Boah, ich und Pistolwechsel, Junge. Das hat keiner gesehen. Ich hätte natürlich auch zur Pistole wechseln können, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei der Kälte sind mir die Finger eingefroren. Schade, dass ich dort sterben musste. Werde mich aber gleich wieder dorthin begeben, um meine Kameraden zu unterstützen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Fraktion kämpfe ich gerade. Ich glaube, bei der US. Das heißt, ich brauche nicht mit russischem Akzent sprechen. Ne, das andere sind auch die Chinaken. Ich renne ich gerade falsch, sondern? Ich habe das Gefühl, ich renne falsch. Ja. Ah, hier vorne ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Okay. Etwas weit, aber der Versuch war trotzdem nicht schlecht. Hier ist schon wieder eine Kampflinie, wie es scheint. Ach, scheiße. Alter! Das Ding hat eine RPG abgekriegt. Hält ein Zufall durch. So, direkt bei D einsteigen. Ne, nee, ich brauche halt noch, bin ich gerade frisch gespawnt. Komm, 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 komm. Ist klar, immer von derselben Position wieder zu kommen, ist unlogisch, aber ich wäre nicht gern schuld, wenn ich nicht einfach direkt wieder ins Kanonenfeuer reinrennen würde. Aber hier vorne bieten sich noch mehr die Möglichkeiten. Wir spielen ja hier auch kein DayZ, das heißt, ich muss nicht wieder komplett von vorne anfangen. Ich spawne wieder mit allem, was ich vorher auch schon hatte. Schick! Oh, hier ist irgendwie gleich sämtliche Deckung weg. Alter, Leute. Boah, wie viele kommen denn da um die Ecke? Junge, Kavallerie! Falsches Jahrhundert. Ich versuche jetzt mal hier von der Seite zu kommen, was ein paar andere auch schon probiert haben, aber es scheint nicht so gut zu klappen. Oh, fuck! Ah, Granate. Ja, ich wollte es wieder tun. Oh, geil, danke. Oh nein, 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 nein. Jetzt habe ich die Konsole an. Herrlich, wo bin ich drauf gekommen? Ich hab die Konsole an. Fuck you. Alter, jetzt geht über die Konsole dieses... Alter. Wie habe ich die Fuck-Konsole aktiviert, Mann? Weil ich die auch so oft benutze in dem Scheißspiel. Oh, ich hab sie wieder ausgekriegt, Junge. Und jetzt haben wir natürlich alles verloren, weil ich nicht unterstützen konnte. Ach, das ist doch zum Kotzen. Auf wen schießt du? Auf wen oder was? Was willst du für Kackeiern? Willst du, dass du was machst? Spacken! Hi ho! Hi ho!
Wir sind vergnügt und froh. Auf dem Map. Propaganda, krieg ich gleich die Hucke voll, Hucke voll, Hucke voll. Krieg ich gleich die Hucke voll. Und das tut weh. Hallo Mates. Was? Immer Magazin leer schießen, ganz schade. Immer leer schießen. Genau, immer. Sorry, Mate. Ach, Kacke, ich bin kein Sunny mehr. Zu spät gemerkt. Mit der RPG kann ich dich leider nicht retten. Mit der RPG wiederbeleben. Das wäre eine explosive Wiederbelebung. Oh, ungeahnte Möglichkeiten bieten sich mir auf. Da. Leute, wenn ihr wüsstet, wie oft mein Kack-Handy gerade vibriert. Wahrscheinlich ist irgendwo in China wieder ein Sack Reis umgefallen und meine Leute wollen mir unbedingt mitteilen, dass es wahrscheinlich sehr wichtig war. Ich bin hier aber in einer sehr brenzligen Situation und Mission. Ich muss erstmal für die USA diesen Krieg hier gewinnen. Zumindestens die Flagge erstmal. Ich werde beschossen. Hallo? Rette dich! Boah, mehr Glück als Verstand, lieber ganz Schott. Charlie ist aber immer noch nicht unser, also verpiss dich hier noch nicht. Seh zu, dass du hier hinkommst. Jo, ist ja gut. Brauche ich noch Nachschub? Also, ich hab noch so ein Magazin in Reserve. Panzer. Hä? Nein, das Haus ist gerade eingestürzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, mir wird das hier eindeutig zu eng. Wir sollten unbedingt was mit den Räumlichkeiten hier, Oh, Alter, schaffen wir es denn nicht, ein paar zusammenhängende Punkte zu halten? Ich weiß nicht warum, aber ich kann mit der Knifte gar nicht mehr so schlecht schießen. Captain America, alles klar, lass mir Ruhe. Spawn noch woanders, du dreckiger Lappens. Seba TPL. Nochmal bei Thali, hier nochmal unterstützen. Wer jetzt sagt einer, das ist Lispel. Das sind sprachkommunikative. Oh. Fuck! Da. Oh. Da dachte ich, das ist ein Panzer von mir. Renn da schon so links neben ihm her. Und auf einmal denke ich mir so: Ey, warte mal. Die Minimap zeigt den gar nicht an. Liebe Leute, lasst euch gesagt sein: Wenn die Minimap den Panzer nicht anzeigt, könnte er feindlich sein. Alter! Alter, wie schnell der mich immer erfasst kriegt. Da rennen noch 5 Milliarden andere Idioten rum. Wie gesagt, ich stelle mich immer so blöd an bei den Games hier. Dafür spiele ich es leider zu selten. Was kommt davon, wenn man 5000 Projekte gleichzeitig laufen hat? Ja! Also wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie ihr professionell und mit einer super hohen KD hier die Leute wieder niedermäht und hat sie nicht gesehen, dann seid ihr leider auf meinem Kanal falsch. Hier kommen bloß lustige Situationen und Sachen, wie man es nicht tun sollte. Das kann ich sehr gut let's playen. Hier war gerade irgendwo ein Feind und ist anscheinend weg. Und wir verlieren diese Scheiße. Eine Sekunde in mich gehen. Nochmal Revue passieren lassen, was da gerade passiert ist. Hardest Ganja hat mich gerade getötet. Hardest Ganja, meine Freunde. Das würdest. Das ist er. Siehste. Es ist vorbei. Gib mir die Morphium-Endspritze. Ich hab genug.
So. Nö. Wollen wir vorrücken und nicht. Oh, lass mich doch nicht wieder als erstes gehen hier. Du machst es gut, aber treffen noch. Treffen. Und ein Scharfschütze ballert. Okay, hinter die Wand, hinter die Wand. Ja, komm. Hier. Lecco mio. Alter. Ich hab nicht gesehen, genau wo er war. Alter, fick dich! Und von der anderen Seite kommen die Spacken natürlich. Launcher! Heute werde ich nicht warm hier, meine Freunde. Heute werde ich hier einfach nicht warm. Aber wie es scheint, hat das Elend gleich ein Ende. Wenn wir das nicht durch eine göttliche Fügung noch drehen können, dieses Blatt hier. Das war einer von uns. Da steht einer auf den Schienen. Fuck. Oh, wie ich das hasse. Einfach mal doof hinten in die Richtung ballern. Bisschen Sperrfeuer. Alter. Komm, 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 komm. Ein Sniper. Wahrscheinlich wieder bei mir. Einer von uns. Was denn? Ich hasse euch. Fucking Sniper. Du, lass mich hier spawnen, verstehst du? Jetzt haben wir auf einmal ein paar mehr Punkte. Weil sie nachlässig werden. Aber das bringt uns nichts mehr. Vier. Ich wollte auch noch ins Barbie-Prinzessin-Schloss einbrechen. Okay. Es hat diese Runde nicht gereicht. Trotzdem danke ich euch, meine Freunde, wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Gunshot verkackt diese Runde Battlefield 4. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.